Thank you.
Am Namen vom Papa, vom Jungen, vom Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit euch all. Zusammen mit unserem Herr Erzbischof, dem Kardinal Jean-Claude Hollerich, darf ich euch ganz herzlich begrüßen, liebe Pilgerinnen und Pilger hier an unserer Kathedrale, für um Gnadenbild von der Trösterin. Ein ganz herzlich auch willkommen all denen, die uns noch gucken und noch lauschen, die immens gern heimwehren und aus irgendeinem Grund, vielleicht durch Alter oder Krankheit, nicht mehr können an die Oktav kommen. Vielleicht wissen da etliche von euch, dass heute Morgen zu Rom der Charles de Foucault herrlich gesprochen hat. Hino denke ja gesagt, ouvre large ton cœur pour recevoir ce que Dieu te donne. Mach also dein Herz groß auf für das, was den Herrgott da gibt. Wenn wir an die Kathedrale pilgern bei der Mutter Gottes, Trösterin, dann ist es mal für dich, für das Herz aufzumachen und für hier auszuschütten. Für das Eidel zu machen von unseren Sorgen, unseren Ulleis, die wir mitbrüchen tun. Aber wie schön, wenn wir Kinder so heiß sind, nicht nehmen an der Haltung für die Mutter Gottes als Lasch zu übergehen, mir für das Herz auch füllen zu lassen von dem, was den Herrgott uns schenkt. Das kann für jeder ein bisschen etwas anderes sein. Eine neue Vue aufzusehen. Im Moment von neuer Kraft, von Hoffnung, von Trost. So hat Maria es selber gemacht. Ouvre large ton cœur pour recevoir ce que Dieu te donne. Allo wollen wir auch seine Erbarme schenken, wenn wir ihn am Kyrie rufen.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Lust mal bieten. Herr Gott, unser Pap, du bist barmherzig, du geseist all Trost. Der Sohn wird um Kreuz Maria, sing Mam, auch eis zur Mam gehen. Lauscht drauf eis Patrine, Stefir eis schwätzt, erschenk eis an all Not dein Trost an den Hölf. Du verbiert mir durch Jesus Christus, dein Sohn, als ein Herr an unser Gott, den an der Einheit vom Herrlichen Geist mit dir lebt, an Heras an all Ewigkeit. Amen. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Criez, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple, et de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Thank you.
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott alles Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind. Durch den Trost, mit dem auch wir vor Gott getröstet werden, wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Werden wir getröstet, so ist es zu eurem Trost. Er wird wirksam durch Geduld in den Leiden, gleichen Leiden, die auch wir erleiden. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, denn wir wissen, dass ihr nicht nur an das Leiden, an dem Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Wort des lebendigen Gottes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Lieben Herr Erzbischof, lieben Herr Weihbischof, lief geistlich Mabrider an noch als Massendinger, Massendingerinnen, lief leid alle guten Hai an der Kathedrale, an die da Madei sei, über die Medien verbunden sind,
ganz besonders auch die Krank, die Eler Leid, die Leid, die läng sind, sit einfach Madeis dabei. Der Papst Franziskus hat Weltsynod 2021 bis 2023 abberufen. An die Synod, die wendet sich an alle Christen. Heute zu Lützeburg, wie auch auf der ganzen Welt, mit dem Thema für eine synodale Kirche, Gemeinschaft, Partizipation und Mission. Was bedeutet das für ein stierlicher Mensch wie dir und für mich, Gemeinschaft, Partizipation und Mission? Und hat mir ich an einen Bilderspruch, das wenig anschaulich durchzustellen. Ich invitiere euch, mit euch auf gar von der Kirche zu gehen, wo sich an Zukunft zusammengestellt gehen. Und an der gar von der Kirche, du entdecken wir 6 Gleiser, auf denen viel sich, manche auch mit Verspätung an Zukunft aufhören. Guck mir einmal für alle euch, wie die Situation an unserem eigenen Leben ist. Ein Leben ist ganz oft unbeständig, wir gehen hin und hier, gerabt da gerass. Aber was brauchen wir gerade an dieser Situation? Beständigkeit, Halt, etwas, was bleibt. Gehen wir mal auf den ersten Gleis, Gleis 1. Du hast das Gleis vom Wort Gottes. Für wert. Weil das Wort von Gott gibt unserem Leben Beständigkeit, gibt unserem Leben Halt, eng deift. Und das Wort von Gott überlebt alles. Das Gras verdorrt, die Blume welkt, doch das Wort unseres Herrn bleibt in alle Ewigkeit bestehen. Oder wie es am Lukas-Evangelium heißt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, wir brauchen gerade an dieser Situation das Wort vom Herrgott. Und dann gehen wir auf Gleis 2. Wenn wir das Wort vom Herrgott an ein Leben abholen, dann kriegt ein Leben einen großen, weiten Horizont. Du führst mich hinaus in die Weite. Ja, den großen Horizont, den brauchen wir alle Guten. Wir sind immer näher Kontakt mit vielen Menschen. Und du hast auch zum Beispiel froh Zulassung zu den Sakramenten, von denen die Geschehen dann bestürzt sind. Dass sie ganz oft gut leid. Statistik geht nicht die gehste Situation von den Leiderem. Wir brauchen Gleiser von der pastoralen Welt, weil heute viel Menschen auf dem Weg sind. Aber wir müssen noch gucken, dass wir den Menschen nicht unnötigerweise da Klammern an sich schwer machen oder verweigern, ihnen dir zu machen. Der Gleis 3. Wir brauchen Geborgenheit, alle Guten. Und das Angebot entspricht zudem dem, was Jesus gesucht wird. Geborgenheit. Ich denke noch an die vielen Kinder, die aus Bestätnissen kommen, von Schädungen. Oder wie viel Einsamkeit, wie viel Isolation geht es an einer schönen Fassade. Ja, Gott, als wir als Christen wie Mammeschoß. Der Mammeschoß als hellig. Ich meine noch einen Appell an alle Doktoren, Gynäkologen, Hierwärmen, Pflegepersonal, Politiker und Kirche, all Menschen an unserer Gesellschaft zu sensibilisieren, ein Tag vom ungeborenen Leben anzufeiern. Und dafür muss die Kirche auf der Gare
an der Gegenwart sich vor Geburgen hat, für all Mensch zünder der Empfängnis bis zum letzten Atemzug ubiden. Shalom drückt Geburgenheit aus. Gleis 4. Für an Zukunft zu führen, brauchen wir ein neid Kirchebewusstsein. Kirch, da sind wir alle Guten, das ist nicht nur ein kleines Grippchen. Kirch als Zeichen und Instrument für die Verbindung mit Gott wie für alle Menschen, keiner ausgeschlossen. An der Gleis 5. Wir brauchen auch Gleis immer nichts von der Hilfsbereitschaft. Auch viele Menschen sind dort schon engagiert. Dafür will ich auch jedverenge Merci sagen, den Terz um rechte Fleck wird. Und da kommen wir bei Gleis 6. Für an Zukunft zu führen, da merkt man ganz oft, nun Angst, geht etwas Neues so bei Stur. Und da brauchen wir Courage, a Vertrauen. Aber wenn wir Priorität auf die Wort vom Herrgott setzen, da können wir uns darüber verlassen, dass wir von der Gnade von Gott begleitet gehen. Kirch muss sich der wichtigste Frage stellen, wer will Gott? Gott will, dass all Menschen gerettet sollen gehen, hier am Titusbrief. En ce sens, la synodalité permet à tout le peuple de Dieu d'avancer ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu pour participer à la mission de l'Église dans la communion que le Christ établit entre nous. Ce cheminement commun nous insistera à renouveler nos mentalités et nos structures ecclésiales afin de vivre l'appel de Dieu pour l'Église au milieu des signes actuels des temps. Wir brauchen an der Kirche zig, die wird Grenze führen. Der Paulus, als er wird Grenze vom Judentum geführt. Wir wissen alle gut, in den 9. November 1989 ist die Berliner Mauer gefallen. Was von Mauern musste bei uns auch noch fallen. An eine Mauer, das hat nicht Gott abgebaut. Die hat nicht Gott abgebaut, mit die haben wir München abgebaut. Wir brauchen an der Kirche auch immer nicht München, die Schallmauern durchbrechen. Als Beispiel erwähne ich den Charles de Foucault, den in einem Haut mit Zing einer hellig gesprochen vom Papst Franziskus. Hier nur den bewegten, turbulent Liebe gefeuert, bis er an der Mitfusing im Leben entdeckt wird, Jesus Christus, das liebigt wird von Gott, was in im Leben Beständigkeit gehen wird. Auf hier seiner Bekehrung war hier ein Lebemensch, den er sauser Braus geliebt wird. Er war ein Playboy, den mit prostituierte Party gefeiert wird. Er hat nicht Ubrennen gelost. Aber an seinem hedonistischen Lebensstil waren sich aber einfach ganz eitel, traurig vorkommen, erflämmsig. Nur Bausen hörte vieles überspielt, als in Melancholie mit aristokratischer Arroganz. Denn Charles de Foucault hat zu Paris an der Kirche Saint-Augustin zu Paris den Abbé Huvelin begegnet, der ihm gesagt hat, geh mal beichten. Und in der Biografie von Charles de Foucault, du gesimmer, ein Leben für Jesus Christus, ein Leben mit Jesus Christus. Ja, mir hu viel Vorbilder, die für Gott geliebt tun. Maria an all die Hellig, Froas, für weh liebe mir, wege sie mir als Gegenwart an als Zukunft.
D'Octave invitiert uns während der Zeit von der Weltsynod ein Ries auf dem Gleis an Zukunft zu machen, die eigentlich schon mehr oder minder bevor ist. Bleiben wir nicht stehen, weil das könnte auch vielleicht bedeuten, früh oder später stehen wir dann auf einem Abgleis. Maria als ein Ufertrautkin, sie als ein gut Mam, als sie will uns auch an diese schweren, turbulenten Zeiten an der Gegenwart, an Zukunft feiern. Ja, der Glauben ist schön.
Mit dem Oberstuhl von Jesus Christus sind wir an eine neue Zeit erragen. Eine Zeit, die ganz von dem Herrgottsinger lebt, gezeichnet ist. Mit Maria, die der Jesus uns als Mann geschenkt hat, bieten wir. Für die Kirche von Lützeburg, die, wie ihr Pilja an der Synodella Demarche in Avias, stärkt sie an der Fried von der Oberstehung und begleitet sie weiter mit dem Geist. Mit Maria bieten wir, Christus heia eis. Christus heia. Pour les nations et le responsable qui lutte contre la méchanceté de notre monde. Redis ton amour aux hommes qui souffrent ainsi qu'à ceux qui se haïssent et s'entretuent. Avec Marie, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes nos communautés chrétiennes, demeure en leur milieu pour les encourager à témoigner de ton amour. Avec Marie, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, für all die Leute, die an Toktav pedieren, Lucy getreicht, am Glaf erneuert, auf Frau nicht heimgehen. Mit Maria Biedema, Christus heia eis. Für die Elend und die Krank, für all die Leute, die an ihrer Familie oder auf der Erbicht stark belastet sind, schenk ihnen Trost und Fried, auch wenn sie nicht hierher kommen können. Mit Maria Biedema, Christus heia eis. Für die Verstorbenen aus unseren Familien an unseren Poren, für die Leute, die auf der Flucht durch Krieg und Terror umgekommen sind, hol sie all ab an das Licht von deiner Herrlichkeit. Mit Maria Biedema, Christus heireis. Christus heireis. Herr Gott, guter Pap, du hältst uns all an Dingen hin. Er hat das Gebet an alles, was mir nach an der Däft von unserem Herz so drohen. Feier dat nur dingen wollen zum Guten. Darum bieten wir ob Fürspruch von Maria, unser Trösterin am Lied, durch Christus, unser Bruder an unseren Herr. Amen. Amen. Yeah.
Lass mal bieten. Herr, lass den herrlichen Geist dabei Skufe kommen, dass sie durch Sinnkraft zum Leib und zum Blut gehen von deinem Sohn. Hier nur von Maria als Menschen Natur ugeholl, und dieser herrliche Feier soll hinaus sein göttliches Liebe schenken. Dafür bieten wir durch ihn, Christus, unseren Herr. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la fête de la bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction,
Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Willibrord, Saint Charles de Foucault et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude, den Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Herr ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Ouvre large ton cœur, mit deinem offenen Herz wollen wir bieten. Unser Pap am Himmel, dein Num sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweiß, hau dein Ewiglicht Brot, verzeih uns als Schuld, wie mir auch deine verzeihen, wie an unser Schuld sind. Feier uns nicht an Versuchung, nimmer uns frei vom Wesen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Der Friede vom Herrgott, sief mit euch all. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, vraiment heureux, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Louons le Seigneur notre Dieu, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Alléluia.
Lust mal bitten. Herr Gott, du hast Allmacht. Am Sakrament, das mir empfangen haben, verkönnische mir den Tod an der Doppelstuhl von deinem Jung. Geweist Kraft, für Matzinger Mam in dem Kreuz zu stehen und das Lied von ihrem Sohn zu teilen, für das wir auch Teil haben aus seinem Oberstuhl. Dafür bitte mir durch ihn, Christus, unseren Herr. Amen. Amen. Für um Segen will ich aber manchmal am Namen von uns alle Guten ein ganz großes Merci aussprechen der Maitrise von unserer Kathedrale nach der Direktion von dem Herrn Marc Dostat, aber geleitet vom Domorganist, dem Herrn Paul Breisch, an all Domater auch all denen Sänger, die am Laufe von den zwei Wochen hinkommen, an Gottesdienst begleiten. Vielmals Merci. Merci auch den Techniker, die die ganze Überdrohung überwacht haben. Und noch ein Keer unserem Radiosprediger, dem Chanoine George Hellinghausen, für die Überdrohungen, die hier immer mit so viel Engagement an gute Predigten, wie auch dem Oktavprediger, immer gestaltet. Vielmals merci auch ich. Da wünsche mir ich einen guten Appetit. Nach einer schönen Sonntag, all denen, die Stöcker und Wiesen, Bungerten, Wangerten, brauchen wir eigentlich auch den Wunsch für bisschen Rehen die nächste Woche. Wie ganz schön, wenn den Petrus als du ein bisschen Erhöhung schenken. Und ich alle Guten nach einer gesehenen Woche. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nomen usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui vende caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia.